Hallo Leute, ich bin Ultimate Spin Dash und wir werfen heute einen Blick auf den Starter-Arkwing Odonata. Der Odonata ist ein Arkwing mit durchschnittlichen offensiven und defensiven Fähigkeiten und auch der erste, den ihr bekommen werdet. Die Frage, ob er es wert ist, übertrage ich daher auf die Prime-Variante. Die Blaupause und Teile des Odonata erhaltet ihr im Laufe der Quest der Arkwing, die ihr über die Mars Junction freischaltet. Zusammen mit dem Odonata bekommt ihr auch eure Starterwaffen Imperator und Veritax. Der Odonata Prime ist nun Relikten zu finden und besitzt zusätzliche Gesundheit, Schilde und Fluggeschwindigkeit sowie eine zusätzliche Balkenpolarität. Die erste Fähigkeit des Odonata, Energiehülle, erzeugt ein Schild vor euch, der feindliches Waffenfeuer blockiert und eures mit 50% zusätzlichem Hitzeschaden und doppeltem Crit-Multiplikator verstärkt. Beachtet, dass der Schild euch zwar folgt, euch aber nicht vor Flächenangriffen schützt. Seine zweite Fähigkeit, Täuschkörper, erzeugt bis zu 50 Flares, die feindliches Waffenfeuer neutralisieren und die meisten Feinde, die sie treffen, betäuben. Seine dritte Fähigkeit, Suchendes Feuer, feuert zielsuchende Raketen, die Feinde angreifen. Beachtet, dass 30% ihres Schadens auf euch trifft, wenn sie in eurer Nähe explodieren. Außerdem werden die Raketen von Energiehülle verstärkt. Die vierte Fähigkeit des Odonata, Abstoßen, erzeugt einen EM-Puls, der Feinden in Reichweite schadet, sie zurückstößt, sowie für die Dauer der Fähigkeit ihre Waffen deaktiviert und sie bewegungsunfähig macht. Der Odonata ist ein guter Anfang, aber welchen Arkwing ihr priorisieren solltet, hängt davon ab, welche Probleme ihr mit diesem Arkwing habt. Wenn er euch zu langsam ist, empfehle ich den Itzal. Wenn ihr Probleme habt, am Leben zu bleiben, ist der Amesha eine gute Wahl. Wenn ihr einfach nur Sachen hochjagen wollt, ist der Illitron hierfür am besten geeignet. Und wenn ihr mit dem Odonata zufrieden seid, empfehle ich euch, nach den Teilen der Prime-Version zu suchen.